So, dann herzlich willkommen zu der Abendausgabe von Live-Trading des Anbieters JFD Brokers. Heute ist am besten ein Tag auch für mich zum Abhaken. Zu spät an den Rechner gekommen, die größte Bewegung, Aufwärtsbewegung verpasst und dann zwei Trades dann versemmelt. Aber es war auch allgemein, nicht nur an den Rohstoffmärkten, sondern auch an den US-Märkten, ein schwieriger Handel. Da wurde die starken Aufschläge auch wieder sehr stark abverkauft und erst gegen Ende des Handels wurde der Markt wieder hochgekauft. Aber zunächst jetzt erstmal zum DAX. Hier hat er hier einen Dreifachboden ausgebildet und eben ab dem Start vom heutigen Tag, hat sogar noch hier ein kleines Gap gelassen, stieg der Index bis auf ein Hoch von 10.091 Punkten an. Hielt sich also hier kurz eine Zeit lang im Stundenchart an der Wolkenunterkante auf und gab dann leicht nach. Nachbörslich stehen wir wieder bei 10.050 Punkten, also über dem EMA 38 auch. Also hier muss sich der Blick dann weiter nach oben richten und ja, ein probates Kursziel wäre 10.200 Punkte rund. Tageschart ist ja, wie ja heute Morgen angesprochen, nach dem Inverted Hammer eine bullische Kerze nötig auch und die war ja auch dann soweit schon eingetreten und kann hier jetzt eben als bestätigt. Eine Bestätigung hat es da jetzt erfahren und wie ich es gerade hier sehe, ist auch sogar ein kleines Island Gap entstanden. Also die Longs. Alle Longs wären jetzt hier auf der Unterseite bei 9.814 Punkten abgesichert. Aber ich würde höchstwahrscheinlich auch ein Stück höher schon noch etwaige Long-Positionen absichern. Aber dazu dann morgen im Handelsverlauf mehr. Kommen wir jetzt eben zu den Setups. Zunächst einmal zum Bund-Setup, was zunächst, ja, wie jetzt auch im Video angesprochen, auch Intraday, der Bruch wäre profitabel oder teils profitabel gewesen, wenn man den Stopp dann zügig nachversetzt hätte. Aber der schöne Rücklauf, der zuerst ja, punktgenau stattfand, dann allerdings eben nur, schauen wir in den Stundenchart, dann allerdings eben nur noch ein Rücksetzer bis 158,82 stattfand und anschließend wurde dann eine dynamische Aufwärtsbewegung fortgesetzt und der Stopp lief und der Kurs lief halt in den Stopp bei 159,45 rein. Auch hier wäre eben alles, was hier unter diesen EMAs, wenn der Kurs unter diesen EMAs sich darauf noch also abgeprallt wäre, wäre das Setup natürlich dann aufgegangen nicht, aber möglich gewesen hier mit dem Bruch, war dann fast klar, aber ich wollte den Stopp nicht tiefer setzen, weil auch hier noch ein anderes Hoch, was womöglich hätte halten können, da war, aber gut. Am Hoch sind wir Gott sei Dank hier jetzt nicht ausgestoppt worden. Im WTI Öl, dieses Setup bin ich auch hauptsächlich eingegangen, weil es wirklich danach aussah, als wäre die Bewegung fertig. Hier hat sich eine horizontale Unterstützung gebildet, zwar auch wirklich nur im Stundenchart und da war die Unterkante des Rainbows, aber leider hier die Stundenkerze hat hier nicht gleich gehalten und lief dann eigentlich ja
recht flott dann sofort in den Stopp. Da waren hier 60 Cent Verlust drinnen. Im Tief konnte WTI jetzt einmal die 30-Dollar-Marke unterschreiten. Aber wie man sieht, kam dann ja, nach 20 Uhr sogar wieder eine Bewegung bis an die 31. Habe ich 20 vorher gesagt? Entschuldigung, also 30 US-Dollar-Marke wurde gebrochen und jetzt wieder ein Rücklauf an die 31-Dollar-Marke. Also hier halte ich zwar die Augen offen, aber ja, wer weiß, wo das noch enden wird. So, zu den Setups, die noch liefen und gut sind. Und eben hier war fast das Kursziel ja auch erreicht. Na gut, ein Stück wäre es doch drin gewesen von das obere Kursziel. Aber wenigstens hier liegt man im Plus, genauso wie bei der BMW-Aktie. Die Dutch Shell-Aktie musste mit den wegen den nachgeben Ölpreisen auch leicht nachgeben. Allerdings hier ist weiter noch ist die Aktie noch etwas vom Stopp entfernt und ich bleibe da investiert. So, morgen gibt es dann andere Setups wieder und wünsche allen noch einen schönen Abend, beziehungsweise wer das Video erst morgen sieht, einen neuen erfolgreichen Handelstag.